Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 5, dem Erbe der Könige, zur nächsten User Map. Zum Finale der Daru vs. Kerberos Reihe von Play for Fun, Daru vs. Kerberos Teil 3. Gleiche Beschreibung wie sonst auch, stürzen wir uns rein. Laut Map-Beschreibung hat die Karte doch die ein oder andere Besonderheiten, wie zum einen die Illusion der Wahl der Schwierigkeit und zum anderen... Nun ja, scheinbar angepasste Helden oder angepasste Heldenfähigkeiten, die irgendwie verstärkt wurden. Und die Fähigkeit zu beschleunigen und zu verlangsamen, worauf ich mich schon freue. Nicht länger wird das Leerroden eines ganzen Map-Abschnittes Ewigkeiten dauern. Und wir haben dadurch wahrscheinlich die Möglichkeit, wenn wir natürlich wie üblich die einzige Option, was Schwierigkeit angeht, gewählt haben, dass wir die Zeit verlangsamen können, falls wir in Gefahr geraten, überwältigt zu werden. Oder falls wir schnell mehrere Aktionen machen müssen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Des Weiteren, wenn ich das richtig gelesen habe, wird man sich irgendwie Spielerfarben freischalten können. Was interessant klingt. Ich bin darauf gespannt. Aber gut. Willkommen, mächtiger Anführer. Euer Willkommen, Spieler. Bevor es losgeht, kannst du dich entscheiden. Möchtest du die Karte einfach nur genießen oder lieber eine Herausforderung? Keine Sorge, du kannst im späteren Verlauf noch einmal umentscheiden. Nein, können wir nicht. Ich sehe. Wir können eine Hilfestellung erfragen. Die ruhigere Variante entspricht der normalen Version der Karte. Keine Samthandschuhe, aber auch keine unlösbare Aufgabe. Echtes Siedler des Erbe der Könige. Die schwere Variante soll eine kleine Herausforderung für Spieler darstellen, die gerne etwas mehr Action wollen. Das bedeutet stärkere Gegner und etwas weniger Rohstoffe. Für die entspannte Version sind an einigen Stellen die Anzahl und die Stärke der Gegner reduziert. An der Geschichte selbst ändert sich nichts Wesentliches. Okay. Ja, wir haben schon Unsinn durchstanden. Natürlich darf es gerne ein bisschen schwieriger sein. Du hast es so gewollt. Erwarte aber keine Gnade. Gnade gibt es nicht. Es wird viel Spaß gewünscht. Ist das was? Oh. Daru und seine Freunde hatten sich aufgeteilt und suchten weiter nach Kerberos, den dunklen Krieger, der Darus Thronerbe nach wie vor anfechtet. Die Karte, die die Helden bei Sekhov zusammengetragen hatten, führten sie in Richtung Norden. Sie hofften, Kerberos hier endlich stellen zu können. Während Darus Gefolge mit einigen Rohstoffen jeden Moment eintreffen würde, hatte eine kleine Truppe von Leibeigenen bereits eine halb verfallene Burg erspäht. Daru beschloss indes, sich ein wenig umzusehen. Arnsdorf steht auf diesem Schild. Leider verrät es mir nicht, warum hier nur ein paar Ruinen stehen und eine Burg, die sicherlich schon bessere Zeiten gesehen hat. Meine Arbeiter können die Burg sicher wieder bewohnbar machen. Ich sollte mich derweil in der Gegend umsehen. Vielleicht finde ich einige Siedler, die mir erzählen können, was hier passiert ist. Wenn wir die Karte richtig gedeutet haben, befindet sich eine der beiden Markierungen, das Schwert, nordwestlich von hier. Die andere, Goldmünzen, nur unweit im Osten. In der Zeit werden wir hier ein Lager aufschlagen. Die Berge sollten zunächst von neugierigen Blicken schützen. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Oh Gott, das Auftragsbuch wird einfach gefüllt. Quick Save. Gut. Die Berge sollten uns angeblich erstmal schützen. Ich tue so, als würde ich ihnen glauben. Gruppe 0. Oh, die Ruinen sind Geröll. Geröll. So. Findet und besiegt Kerberos. Sorgt dafür, dass er dem rechtmäßigen König Daru die Krone nicht länger streitig machen kann. Die Karte, welche die Helden in der Nähe von Sekhov gefunden haben, deutet darauf hin, dass ihr Kerberos nicht in Fersen seid. Nun gilt es, Verbündete zu gewinnen, um Kerberos ein für alle Mal zu besiegen. Moment, da stand nicht auch aus der Map-Beschreibung von wegen auf die hungrigen Siedler aufpassen. Richtet eine Siedlung im Schutz der Berge, repariert eure Burg und siedelt Arbeiter. Ihr solltet zudem die Trümmer des zerstörten Dorfes beseitigen. Ja, guck mal, Gruppe 9. Aber gern. Dorfzentrum. Bauen. Spielerfarbe ändern. Hier können wir ändern. Was kann Daru? Einheiten beschützen.
Lass dadurch seine Autorität einsetzen, um alle Feinde für das Fluss zu schlagen. Ab Rang 5 verbündete Einheiten werden für kurze Zeit unverwundbar. Das ist doch genau, womit er arbeitet. Ab Rang 3 Sichtweite von Darius Falken ist deutlich erhöht. Sterne! Zeigt den aktuellen Rang des Helden an. Wir sind mit Helden im Fang und Kampf. Höhere Ringe schalten bessere Verbesserungen für Fähigkeiten sowie erhöhte Lebensregeneration oder schneller einsatzbereite Fähigkeiten. Oh. Ränge bleiben auch erhalten, wer Held zum Boden geht. Herr, man hat euch mit einer neuen. Sofort weg mit dem Geld. Bevor der Zahltag uns erwischen kann. Hier, das ist Kunchi. Ja. So. Aus euch machen wir mal Gruppe 8. Natürlich. Hier sind ein paar Sachen anders. Die Kosten sind gleich. Ah, das Grün sagt wahrscheinlich, ob wir es leisten können. Moment. Welche Gebäude sind nicht da? Können wir die Spielerfarbe ändern? Mit dem Plus, Minus mal geteilt durch die Tasten könnt ihr die Spielgeschwindigkeit einstellen. Der Kassier könnt ihr alle nahen Hauptmänner mit einem Klick so mit Soldaten versorgen. Oh. Die Kamera könnt ihr mit Einfügen und Entfernen frei drehen. Nutzt Shift und C, um sie zurückzusetzen. In Ordnung. Shift und U könnt ihr die blauen Ausbauhinweise für Gebäude an- und ausschalten. Durch Shift und G, um das GUI an- und auszuschalten. Frisch. Gut für Schönbau. Oben rechts könnt ihr alle Einheiten mit einer Art mit einem Klick auswählen, den du Steuerung drückst. Eure Arbeiter bezahlen. Frisch! Rohstoffkosten können farbig angezeigt werden, sofern genügend verwendete Rohstoffe vorhanden sind. Mit Schiff und R könnt ihr diese Funktion und ausschalten. Nun gut, setzen wir zuerst unsere Hochschule. Wir setzen einen Bauernhof. Aber gern. Ja, mein Lord. Flieg! Lass uns Darius hier etwas umschauen. Hier unten gibt es wahrscheinlich Lehm. Naja, ein bisschen was zumindest. Wie ihr wollt. Wir haben auf jeden Fall ein paar Einwohner hier. Wir können vielleicht mit dem Kundschafter reden, was rausbekommen. Brauchen wir Holz? Ja! Fertig, Meister! Lehm werden wir auch brauchen. Okay, welche Gebäude fehlen hier? All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch Brückenarchitekten sind nicht da. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Wir versorgen euch ja noch. Gut. Oh, ich habe nur kurz meine Beine ausgeruht. Wie kann ich euch helfen? Super, wir haben Kunst 5. Ja. Jawohl. Ja. Was geht hier alle? Geht alle an diesen Holzhaufen? Da sieht noch eine Lehmgrube aus. Verfügbare Farben blau. Weitere Tipps? Wählt einen Hauptmann aus und drückt Shift und 1 bis 9, um die Formation zu ändern. Ah. Mit Shift und Tag könnt ihr die farbige Lebensinzeit der Helden an- und ausschalten. Was? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wahrscheinlich hängt das von der Farbe hier ab. Helden können durch das Sammeln von Erfahrung ihre Fähigkeiten verbessern, auf jeden Fall. Ja. Schaut in die Ferne. Gruppe 0. Wohnhäuser. Beginnen Sie zu setzen. Wie ihr wollt. Zeig uns den Weg. In Ordnung. Da ist noch ein Wanderer. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Ja, in Ordnung. Ja. Okay, ich muss jetzt kurz mal schauen. Was hat sich bei den Hier sind alle Sachen noch da. Die üblichen Standardgebäude sind hier oben auf jeden Fall alle drin. Ich sehe gerade keins, das fehlt. Dann haben wir die Veredler, alle üblichen.
Wetter, genau. Wetter und es Brückenarchitekten fehlen. Die sind nicht da. Ja. So gut ich kann. Ja. Wetter und Brückenarchitekten sind nicht da. Zur Kenntnis genommen. Fertig. Ja. Natürlich. Hier unten gibt's Lehm. Kriegen wir Gruppe 9 mit zum Lehmhacken. Ja, ist gut. Sieht her. Es ist Zahltag. Sieht durch mein Fernglas. Die Karte ist schön aufgebaut. Jawohl. So, die Berge scheinen uns wirklich im Moment erstmal zu beschützen. Ja. Sieht her. Und so ein Bergmann, es gibt so viele Leute zum Reden. Wir können unterdessen schon mal die Bildung erforschen. Ja. Sehr wohl, ja. Okay. So gut ich kann. Seht euch nur das an. Nichts als Ruin und Trümmer. Früher konnte man hier noch bei den Sägewerken bei der Arbeit zu sehen, das frisch geschnittene Holz riechen. Jetzt findet man hier nichts als traurige Erinnerungen wieder. Hier war meine Siedlung. Arnsdorf, so nannte man das Dorf, welches man sich hier einst befand. Ein ruhiges Fleckchen, gut geschützt dank der Berge. Dann kamen die dunklen Ritter. Sie machten es sich an unseren Häusern bequem. Wenn was nicht passt, den haben sie rausgeschmissen. Wenn er Glück hatte. Wenn nicht, nun innerhalb von nur 2 Tagen war über die Hälfte der Bewohner tot. Wir haben sie nordwestlich von hier begraben. Was wollten die Angreifer? Die Erforschung einer neuen Technologie. Zunächst wollten sie nur Unterschlupf. Aber dann wurden sie immer dreister. Sie nahmen sich einfach, was sie wollten. Wir konnten uns nicht wehren. Keiner von uns wusste, wie man ein Schwert oder einen Bogen benutzt. Tormund, einer der Holzfäller, ist rasend geworden, als diese Wilden seine Frau angegriffen haben. Er hat einen von ihnen seine Axt in den Kopf gejagt. Einen anderen hat er schwer verwundet. Aber dann haben sie auch ihn zum Schweigen gebracht. Bevor sie nicht weitergezogen sind, haben sie die Häuser eingerissen oder niedergebrannt. Ein Wunder aus dem Burg, das so gut überstanden hat. Kann mir dir helfen? Mir helfen? Ah, wisst ihr, ich hab doch meine Trauer. Alles, was ich hatte, habe ich verloren. Mein Haus, mein Weib, meine Söhne. Nicht in meinem Dorf gibt es noch. Wenn ihr meinen Rat hören wollt, halt euch von diesen Bestien besser fern. Hier entsteht ein neues Dorf. Ich kann dir deine Familie nicht wiedergeben, guter Mann. Doch vielleicht freut es sich zu hören, dass ich hier eine neue Siedlung aufbaue. Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch keine Sorgen mehr machen müsst. Solch einen barbarischen Angriff. Ah, so. Und dann hoffe ich, ihr wisst, was ihr tut und dass ihr starke Verbündete an eurer Seite habt. Sagt, wie heißt denn euer neues Dorf? Au? Vorschläge? Hirschfeld, Dornstetten, Weißgarten. Wir können uns jetzt einstellen, wie wir heißen, wie unser Dorf heißen soll. Oh, das ist jetzt interessant. Wie nennen wir es? Denn definitiv. Wie könnten wir dieses Dorf nennen? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Wir nennen es... Keine Ahnung, euch zu ehren. Gemeindingen. Zahltag. Dann benennen wir das Dorf. Ein schöner Name. Dann wünsche ich noch viel Glück.
Mögen eure Ernten reich und die Wetter euch gnädig sein. So gut ich kann. So. Benannt zu Ehren der lieben Gemeinde. Hat ein bisschen Lehm. Ich brauche noch ein bisschen mehr Lehm. Hier gibt's noch einen Haufen. Ja. Seid unbesorgt. Ja, mein Lord. Wie ihr wollt. Flieg! So, schicken wir den Falken zwischen ein bisschen der Welt herum. Da unten gibt's Hundis. Dario. Hundis. Hundis sind Erfahrungspunkte. Hol sie dir. Das war kostet Leben. Die wird wahrscheinlich auch funktionieren, nicht wahr? Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Halt! Sicher, wir haben da oben noch Leben. Wird erledigt. Natürlich. Wir dann hoch zum Stapel. Gut. Ja. Okay, reden wir mit dem Bergmann. Quick save. Mir gefällt, wie das Ganze aufgebaut ist mit den Dialogfenstern und all derartigen Sachen. Heißt jetzt auch ein Diplomatie-Menü? Ja, wir heißen jetzt Gemeindingen. Ja, mein Lord. Guten Tag, edler Herr. Gebt Acht, wenn ihr diesem Pfad weiter folgt. Haltet euch besser euer Schwert bereit. Unweit der Eisengrube haben sich einige Wölfe bereit gemacht. Danke für den Hinweis. Wir schlagen die zusammen. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Ja. Ja. Wie ihr wollt. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Eure so, Gruppe 0 kann sich schon mal hier rüber bewegen. Ihr benötigt mehr. Wir brauchen 200 Leben. Sofort. Können auch ein bisschen beschleunigen. Lasst mein Volk in Frieden. So. Sehr wohl. So gut ich kann. So gut ich okay, kann. Okay, lauf. In Ordnung. Ja, wie ihr wollt. Nicht unnötig sterben. Denn wenn wir ihm ein bisschen verbesserte Regeneration reindrücken können, dann wollen wir das machen. Erforschen wir. Oh. Gruppe 0. Baut das inzwischen. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Es ist Zahltag. So. Gern. Ja. Ich zeige euch. Der Kunde kann sich ein bisschen weiter umschauen. Okay, in diese Richtung wollen wir noch nicht gehen. Also, die Sache mit dem Schwert und Geld. Ich hatte mir schon überlegt, ob das irgendwelche Bedeutung hat oder welche Bedeutung es haben könnte. Möglicherweise steht das Geld. Also, entweder steht das eine dafür, wo er seine Waffen herbekommt, das andere, wo er seine Finanzmittel herbekommt. Oder das bedeutet, das eine wird bestochen, das andere erobert. Das sind meine Thesen. Meine zwei. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Konstruktion sollten wir jetzt gleich erforschen, dann können wir ein paar Ziegler aufstellen. Ich denke, wir sollten ein bisschen Lehmveredelung tatsächlich machen. Hohe Steuern werden sich gerade wahrscheinlich von uns nicht wirklich lohnen. Ja, wie ihr wollt. So gut ich kann. Sehr wohl. Ja, sehr wohl. Nieder mit ihnen! So, geben wir erstmal ein bisschen Schub. Vierfache Geschwindigkeit können wir hoch. Und hoffen, dass es kein Fehler ist, das zu tun. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut, so gut ich kann. In Ordnung. Erkunde das Land. Eine neue Technologie ist erforscht. Hier hinten gibt es Sachen. Sehr wohl. Ja. Ja, mein Lord. Aber da kommen wir nicht rüber. Ja, mein Lord. Weil der Weg da hinten rüber führt. Verstehe. Könnt ihr nicht gut. Ihr habt das hier getan. Wenn's denn sein muss. Eure Arbeiter hier gibt es die Straße, von wo aus wir allerdings erst hier kommen. Aber gern. Sofort. Ist in Ordnung.
Da oben ist was Böses. Na gut. So. Natürlich. Mach das Kröll mal weg. Finden wir irgendwo Schwefel, ist die Frage. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hier gibt es ein Steinbrot. Hast du bei Pilgrim antanzt, können wir dieses Gebiet vielleicht kriegen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Jawohl. Ja. Da oben kann man vielleicht hin. Ich zeige euch den Weg. Oh. Jawohl. Kann man? Aber sollten wir noch nicht. Ich zeige wir haben da oben eine Kiste. Darum kriegt die wahrscheinlich nicht solo platt, aber. Ja. Vielleicht mit den Speerträgern. Bezahlen ihre Steuern. Gruppe 1. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Gerne. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Seht her. Vielleicht wollen wir das aber noch nicht. Euer Dorf wird angegriffen. Was? Wir da geht's los. Nur Mut. Wir werden. Ich hatte die Befürchtung, dass es früher oder später passieren müsste. Gruppe 0, wir brauchen eine Kaserne. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Das sind die von oben, werden auch früher oder später angreifen. Dachchef. Da ist noch nicht Gruppe 3. Ändern wir das. Ihr habt es so gewollt. Ihr lasst doch hoffentlich die Pfoten von der Kaserne. In Ordnung. Ja, Herr. Ja, mein Lord. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Was erklärt den Trupp? Darüber kümmere ich um die Schützen dahin. Steht unter Beschuss. Das war eine Frage der Zeit, bis es passieren würde. Sind wir ehrlich mit uns. Und Sold werden gezahlt. Wir brauchen ein Sägewerk, damit wir in der Lage sind... auszubauen. Wird erledigt. Unsere Truppen zu verbessern. Muss. So, Dario muss gleich nur am Leben bleiben. Aber gern. Truppen, kommt daher. Lehrt sie das Fürchten. Ich wusste, früher oder später würden sie anfangen, uns anzupöbeln. Ein Held ist in großer Gefahr. Na gut, damit sollten wir aber fertig werden. Na gut. In Ordnung. So, zieh dir ein bisschen. So gut ich kann. Ja, die KI funktioniert hier auf eine Art und Weise, glaube ich. Wenn's denn sein muss. Ein Sägewerker. So, wenn die jetzt sich zurückziehen. Ja, jetzt greifen die daran. Nein, wir haben einen Mann verloren. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Dann rekrutieren wir einen weiteren Trupp nach. Oh. Ah, Dario ist aufgestiegen. Sehr gut. So gut ich. Wir können Dario an den Sachen hier hochfahren. Nieder mit ihnen. Wir sollten wahrscheinlich aber auch möglichst schnell in Richtung ich hab getan, Festung gehen. Was ihr wolltet. Ich könnte schwören, so. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Gruppe 1. Ich tue mein Bestes. Also. Haben wir überhaupt Zugriff auf Steine? Abgesehen von den Ruinen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Setzen wir erst einmal unsere Ziegelhütte hier. Und ein weiteres Wohnhaus noch dahin. Ja, wie ihr wollt. Ja. Okay, sie pöbeln uns von hier drüben an. Stecken wir den Falken los. Ab Rang 1 kriegen wir, glaube ich, nur erhöhte Regeneration oder sowas. Die sind stärker. Aber die haben Zugriff auf Steine. Wie ihr wünscht. Mit Stufe 2 Lanzenträgern. Ein Lehmarbeiter beginnt und seine Arbeit. Ein bisschen Glück könnte das alles klappen. Also mit Stufe 2 Truppen und Dairos Fähigkeit. Können wir die alle vertreiben, die Schützen abschlachten, den Rest ein bisschen in der Gegend rumkiten und hoffentlich auf diese Art und Weise niederkämpfen. Eine Kapelle wäre natürlich eine schöne Option.
Für den Moment fürchte ich eigentlich, dass von hier oben aus auch noch ein Angriff stattfinden könnte, irgendwann mal. Wo kriegen wir Steine her, um die Burg auszubauen? Aktuell von nirgendwo her. Könnte ein paar Schwerter kriegen, theoretisch. Ja, ist gut. Eine Schmiede ist keine Option, weil wir keinen Schwefel bekommen können. Jawohl. Also wir können maximal Stufe 1 Schwertkämpfer benutzen. Euer Wunsch. Gruppe 0 und dessen soll sich hier umkümmern, das Geröll. Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wir erledigen Machen wir uns das. Auf den Weg, schlagen hier ein bisschen zusammen. Und hoffen, dass es funktioniert. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen am Truppen, um das tatsächlich zu schaffen. Jawohl. Ja, mein Lord. Was sagt der Wanderer? Vielleicht hat er was Cooles zu sagen. So gut ich kann. Warum so heilig? Nehmt euch doch ein Mittel, genießt Natur. Das Plätschern des Wassers, das Flüstern der Bäume. Ich stimme dir zu. Da oben geht's über Steine. Steuern und Sold werden gezahlt. In Ordnung. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. So. Jetzt, wo die halt anfangen, uns tatsächlich anzupöbeln, bleibt zurück. Stop! Da muss nur die Langbogenschützen erreichen und die vertreiben. Das sind viele Trupps. Technologie erforschen lassen. Ja, mein Lord. Mal schauen, ob es klappt. Wie ihr wünscht. Quick Save. Wir müssen die feindlichen Fernkampfwall zusammenschlachten. Wie ihr wollt. Ja. Ein Held ist in großer Gefahr. Wie ihr wollt. Ja, mein Herr. Lasst mein Volk in Frieden. Nur Mut. Wir werden siegen. Okay, greift da hinten an, wo die geclustert sind. Sind wir genau die Richtigen. Angriff! Solange sie schon getrennt sind, der Hauptmann ist mir egal. Schießt die kleinen Leute zusammen. So soll es sein. Greift die Zelte an, wenn ihr müsst. Lehrt sie das Fürchten. Euer Dorf steht unter Beschuss. Was? Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Ja. Wo kommt ein Blindenhundangriff her? Jawohl. Jawohl. Auf in den Kampf. Das soll mir erstmal recht sein, um die Wahrheit zu sagen. Ist in Ordnung. Ja, aber okay, die Leib ist einfach ein bisschen da weg und dann wird das schon gehen. So. Schützt einfach auf möglichst wenig Kampfkraft niederkämpfen. Seid unbesorgt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, okay, die da hinten könnt ihr auch noch mitnehmen. Angegriffen. Wenn die auf Hauptmänner runter sind, dann werden die nämlich nicht respawnen. Der Tag in näherer Zeit. Steuern und Sold werden. So, ihr zieht euch zurück. Was jetzt? Alle Rohstoffe. Ist dabei aufgestiegen? Einer eurer Hauptmänner hat einen neuen Rang erreicht. Ist er. Sofort. Gut, zieht euch kurz mal zurück. Ich tue mal. Ich möchte die Hauptleute wieder auffrischen und die ganzen Hundis loswerden, die hier auf einfach dämliche Ideen kommen. Kein Problem. Dafür sind wir. Kommen ja einfach Blindenhundis aus dem Nichts. Der Feind attackiert eure Siedlung. Fertig. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich tue mein Bestes. Ihr habt nicht genug Taler. Das war, was ich befürchtet hatte. Sofort, Angriff! Gut, hatten wir noch irgendwo eine Ruine, die wir wegfällen konnten? Ich sehe gerade nicht so viel, aber was wir machen können, ist, dass wir die Eisenmine hier aufbauen dürfen. Ja, ja. Das erhöht auch unseren Zahltag. Markiert eure Siedlung. Natürlich. Kein Problem. Da oben sind noch mehr Blindenhundis. Hey, repariert das Dorfzentrum mal. Wenn das fällt, dann haben wir ein ganz neues Problem.
Ihr werdet angegriffen. Ich weiß. Das ist aber alles in Ordnung. Es ist Zahltag. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich... Ey, wir haben doch ein paar Speerträger verloren bei der ganzen Aktion. So soll es sein. Ich tue mein Bestes. Ihr habt nicht... Und wir sind ganz blank. Ja, mein Lord. Ganz komplett blank. Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Ja. Schweig.